Avocados eine gesunde und vielseitige Frucht? Was ist dran? Warum ist sie so wertvoll und wie kannst du sie nutzen? Seit wir auf Weltreise sind, liebe ich die Avocado über alles. Wir haben sie schon zu Hause immer wieder mal gegessen, aber früher war das eher sehr, ja, sporadisch und sehr einseitig oft. Aber die hinter der Avocado und in der Avocado steckt so unglaublich viel. Übrigens ähnelt die Avocado einem Gemüse, in Wahrheit ist es wohl eine Beere. Und diese Früchte des Avocado-Baums zählen deshalb auch zu den Lorbeergewächsen und stammen ursprünglich aus den feuchten Regenwäldern Südamerikas. In Mexiko haben wir zum ersten Mal die unterschiedlichsten Avocados entdecken dürfen. Richtig, richtig große, ganz kleine, also so wie wir bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz halt die unterschiedlichen Äpfel kennen, sind es hier die unterschiedlichsten Avocados. Wir hier in Paraguay, in der Nachbarschaft gibt es auch einen Avocado-Baum und ich kann dir sagen, die schmecken natürlich nochmal ganz, ganz anders. Ja, heutzutage wird die Avocado auch in Spanien, in Marokko, in Israel angebaut und im Grunde sind sie ja so eine runde oder auch birnenförmige Frucht. Wie gesagt, ursprünglich aus Mexiko. Was allerdings an ihnen dran ist, ist, dass sie so unglaublich reich an Nährstoffen sind, wie Vitamine, Mineralstoffe, gesunde Fette. Und sie sind eine sehr beliebte Zutat zu vielen Gerichten, also Salate, Smoothie, Dips, Aufläufe. Man kann sie einfach vielseitig verwenden. Und wenn du es noch nicht so kennst oder noch nicht weißt, wie du es verwenden sollst, habe ich dir natürlich auch noch eine praktische Tipps für dich. Vielleicht an erster Stelle erstmal gleich, wie erkennt man denn eine reife Avocado? Und das Beste ist, um eine reife Avocado zu erkennen, ist sie zu fühlen. Also eine reife Avocado ist einfach weich, aber eben nicht matschig. Wenn du leicht drückst und sie sich leicht eindrückt, dann ist sie reif. Wenn sie sich nicht eindrückt, ist sie logischerweise noch nicht reif. Und ja, mit dem Nachreifen, das ist so eine Sache. Es geht, aber es ist nicht ganz so prickelnd. Was die Nährwerte betrifft, Avocados sind eine unglaublich gute Quelle für folgende Nährstoffe. Das Vitamin C. Wird man erst gar nicht denken, aber in der Avocado ist Vitamin C drin und Vitamin C ist ein wichtiges Antioxidant, das vor allem das Immunsystem stärkt. Vitamin E ist drin. Ein weiteres Antioxidant, das die Zellen vor Schäden schützt. Dann ist in der Avocado Kalium drin. Kalium ist ein Mineral, das für die Herzgesundheit wichtig ist. Dann ist Magnesium drin. Magnesium ist ein Mineral, das für die Energieproduktion und für die Muskelfunktion wichtig ist. Dann sind einige B-Vitamine drin und die sind ja wichtig für die Energieproduktion und für die Nervenfunktionen. Und die Fette. Ich glaube, als das ist sie am bekanntesten. Nur die Avocados enthält gesunde Fette, die wirklich fürs Herz unterstützend sind und auch die Aufnahme von Nährstoffen verbessern können. Du hast ja wahrscheinlich schon mal gehört von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Und bei den ungesättigten gibt es dann noch die einfach ungesättigten und die mehrfach ungesättigten. Und die mehrfach ungesättigten wiederum teilen sich auf in Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Und davon, gerade von den Omega-3, haben wir oftmals viel zu wenig in unserer Ernährung drin. Übrigens, gesättigte Fette, da bräuchten wir nicht so viel. Das ist aber meistens in vielen Lebensmitteln sehr viel mehr drin. Und deswegen hat die Avocado unglaubliche Gesundheitsvorteile. Ja? Also sie bietet, wenn du so willst, eine Unterstützung für die Herzgesundheit. Avocados können nämlich dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken und das Risiko von Herzkrankheiten zu verringern. Sie sind unterstützend für die Gehirngesundheit, denn Avocados können dazu beitragen, die Gehirnfunktion zu verbessern und das Risiko von Alzheimer- und Demenzerkrankungen zu verringern. Und in der Krebsprävention sind sie auch ganz wichtig. Die können nämlich dazu beitragen, das Risiko von bestimmten Krebsarten wie Brust-, Darm- oder Prostatakrebs zu verringern. Und natürlich auch zum Thema Hautgesundheit.
Avocados können einfach dazu beitragen, die Haut zu befeuchten und zu schützen. Ich nehme übrigens eine ganz tolle Seife mit Avocado-Seife. Kann ich dir gerne den Link geben, wenn du es möchtest, kannst du dir direkt bestellen. Ich liebe diese Avocado-Seife. Aber Avocado erstmal zum Puressen in Salaten, ja hauptsächlich in Smoothies gemengt. Guacamole ist, glaube ich, sehr verbreitet. Und natürlich auch Zutat für Suppen, Aufläufe, Desserts. Vielleicht ein paar Rezeptideen und Anregungen für dich. Ich glaube, die Guacamole, die ist jedem bekannt. Also diese mexikanische Salsa aus Avocados, Zwiebeln, Knoblauch und ein bisschen Limettensaft. Wenn du da mit dem Stabmixer eine reife Avocado mixt, boah, das ist zum Reinlegen. Super, super lecker. Ich persönlich gebe hier Pfeffer noch mit dazu. Ein klein bisschen Salz, aber manchmal reicht auch rein Avocado, Knoblauch und Pfeffer aus. Was immer gut ist, Avocado in den Salat hinzu. Frischer und gesunder Salat mit Avocados, Gemüse und einfach einem leichten Dressing. Ein wunderbarer Sattmacher und vor allem viele, viele Vitalstoffe drin. Eine Avocado-Suppe kann man auch machen. Das ist eine sehr wärmende Suppe, eine cremige mit Kartoffeln und Gemüse und Avocado drin. Oder in Süß, etwas, was ich zum Beispiel auch sehr liebe, ein Schokopudding, Avocado-Dessert. Du kannst es mit Avocados und einfach Rohkakao ein bisschen Honig machen oder mit Avocados, Schoko und Nüssen. Beides sehr, sehr lecker. Wenn du dich jetzt fragst, wie macht man denn das mit der Avocado und wie schält man die, wie bringt man die auseinander? Das Einfachste in den längs in zwei Hälften schneiden. Dann dreht man die beiden Hälften auseinander und entfernt den Kern. Und mit dem Esslöffel kannst du dann das Fruchtfleisch direkt aus der Schale lösen. Was übrigens auch lecker ist, die Avocado zu halbieren und diese Höhle, wo den Kern raus hast, da ein bisschen Rohkost, Karottenrohkost reintun. Schmeckt auch super lecker. Übrigens, der Kern ist mindestens so wertvoll wie die Avocado selber. Kannst du trocknen lassen, reiben, wie Muskatnuss, Pfeffer. Sehr, sehr, sehr wertvoll, immer mit dazu zu tun. Avocados sind wirklich vielseitig und vor allem gesund und man kann sie in vielen Gerichten verwenden oder sie einfach nur pur essen. Aber mit diesen praktischen Tipps kannst du ein bisschen mehr Avocado in deinem Alltag verwenden und deiner Gesundheit was Gutes tun. Mit den Vielzahl an Nährstoffen hat sie einfach eine ganze Reihe von gesundheitlichen Vorteilen. Schreib mir doch gerne in den Kommentar, wie du die Avocados empfindest, wie du sie am liebsten isst, was so deine Vorzüge sind. Und ich wünsche dir einen guten Genuss und natürlich wie immer ein glückliches, erfülltes und auch finanziell freies Leben. Denn was wären wir ohne unsere Gesundheit? Gesundheit ist wichtig. In dem Sinn, bis bald, deine Amata.